Hallöchen und willkommen zurück zu Brothers. A Son of Two Tales. Nein, umgekehrt. A Tale of Two Sons. Wir sind hier immer noch in der Riesenfestung. Und es scheint hier tatsächlich ein kleiner Greif gefangen zu sein in diesem. In diesem Käfig. Mal gucken, ob wir dem irgendwie helfen können. Das scheint aber nur der Kleine machen zu können, weil der Große wieder nicht durch den Käfig kommt. Der Dicke. Aber doch mal schauen, was dann passiert. Ja. Tu etwas. No, nein. Das habe ich aus Versehen losgelassen. Mist. Aber der muss wahrscheinlich sich dann da dranhängen und nochmal kräftig ziehen, damit der Käfig auch sich hebt. Es ist irgendwie viel zu still. Ich habe ein bisschen Angst, dass da gleich der Riese wiederkommt. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Oh oh. Ih, das ist ja so ein Eulenvieh. Ich hätte jetzt eher keinen Eulenkopf, sondern einen Adlerkopf erwartet. Und was kann das Vieh? Es ist Seidenschnabel. Sollen wir schon wieder fliegen? Der sieht aber so verletzt aus. Kannst du überhaupt fliegen? Wohl so aus. Können wir den steuern? Nee. Der sieht irgendwie traurig aus. Feder. Oh nein. Das ist die Forrest Gump-Feder. Okay, weiter geht's nach dieser traurigen Szene. Müssen wir uns weiteren Gefahren stellen, um den armen Papa auch zu retten. Ich hoffe, es gelingt ihnen noch. Wie wird das gerade immer trostloser hier? So viele abgestorbene Bäume. Oh. Da ist ein Riese. Da sind Riesen. Hey, nein! Die sind ja tot. Alter.
Ein Riesenschlachtfeld. Da war wohl ein Krieg oder sowas. Oh, wie cool. Bin gerade sehr beeindruckt. Die Idee ist klasse. Blut. Kann man hier hoch? Oh, geh bloß weg. Scheiß Art, Krähen immer. Nicht Krähen, Gaia, danke. Aber die Mutter in dem Traum vor ein paar Folgen von dem Kleinen war ja auch so riesig, ne? Ich frag mich, was das, in was das für eine Verbindung zueinander steht. Das muss ja irgendwie einen Bezug haben. Okay. Oh, nee, der Kleine, der trinkt. Ich vergesse es immer, dass er nicht schwimmen kann. Okay. Räuberleiter? Muss der Kleine hier machen. Hey, Maya! Nee, okay, da kann er nicht hin. Da muss er wahrscheinlich nach hier. Rüber. Und dann? Hey, nee. Jetzt kommt er nicht wieder hoch. Maya! Tja, wie holen wir den anderen jetzt hier hoch? Der kann doch auch einfach springen. Ach so. Ich verstehe, der kann einfach da hoch. Okay. Zack. Was? Okay, das scheint nichts zu bringen. Warum ist dann dieser Baum da? Nee, das bringt gerade gar nichts. Ich habe eine Idee. Wir jagen erst den einen da hoch. So. Dann hängen wir uns hier ran. Und kommen mit dem anderen rüber. Ein Stück. Jetzt stehen sie sich gegenseitig im Weg, oder was? Nee. Okay, so habe ich mir das vorgestellt.
Weiter geht's. Aha. Hier lang? Nein. Aber da. Wow. Wow. Wie die Leichen da runterfallen. Krass, Mann. Dem Blutlauf folgen hier. Grausam. Da hoch wahrscheinlich. Und dann hier rüber. Diese komischen Geräusche, ne? Machen einem echt ein bisschen Angst. Ich frage mich, ob wir noch einem lebenden Riesen begegnen. Vielleicht lebt ja einer noch von denen. Ich meine, die sehen jetzt nicht so aus, als wären die schon lange tot. Zieh, zieh, zieh! Oh, oh. Okay. Ihhh. Bein ab. Ist ja eklig. Das ist so cool. Oh, eine Bank. Setzen. Wer bläst denn da die ganze Zeit dieses Horn? Das muss doch irgendwer machen. Was geht da ab? Oh. Der sieht nicht ganz so tot aus. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, ich habe mich getäuscht. Er ist auch tot. Was ist das? Eine Armbrust. Eine riesige Armbrust. Oh Gott, ich ahne, was ich tun muss. Ne, falsche Taste. In seinen Kopf. Hm? Achso, erst muss gespannt werden. Na klar. So. Jetzt. Zack. Ja, ich hab's geahnt. Naja, Lapa! Falila! Oh, Nayi! Ja! Ja, ich hab gesehen, was da gerade passiert. Ist richtig ab. Da ist das Horn. Das hat doch eben jemand gepustet. Nee, 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 das ist im Hintergrund. Ruf der Riesen. Erfolg. Cool. Hat das jetzt auch irgendeine Auswirkung? Wahrscheinlich nicht. Jetzt kommen wir da ja irgendwie weiter, oder? Ja. Da, wo der eben gesessen hat, ist jetzt frei. Rüber. Jetzt geht's wieder bergab. Ich frag mich immer noch, was die beiden überhaupt suchen und was da unten eigentlich los ist. Das sind bestimmt die Riesentöter. Die machen irgendein Ritual. Mit Riesenblut. Nett. Nein, bitte nicht darunter, bitte nicht darunter. Was ist da los? Oh, jetzt sind die beiden rot. Okay.
Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, denn jetzt wird es langsam spannend. Wir nähern uns dem Ende des Spiels. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.